Ja, herzlich willkommen hier in der Whitebox. Mein Name ist Frank Rehme, ich bin Geschäftsführer vom Kompetenzzentrum Handel und ich will mal kurz erklären, was sich hinter dem Thema Whitebox verbirgt. Die Whitebox ist ein Teilprojekt des großen Projektes Future City Langenfeld und der Showroom vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel. Ja, die Whitebox ist der digital-analoge Erlebnisraum für Handelstechnologien, in dem wirklich Technologien im digitalen Bereich für den Handel ausgestellt werden und anfassbar gemacht werden hier. Ja, und die möchten wir Ihnen jetzt mal zeigen. Und dafür hole ich jetzt nochmal Julia und Svenja hier mit ins Bild, die jetzt gleich mal mit Ihnen durch die einzelnen Stationen der Demonstratoren gehen werden. Hier in der Whitebox steht die Shopper Journey im Vordergrund und dabei ist natürlich ein Warenwirtschaftssystem unerlässlich und deshalb gibt es hier von LocaFox ein POS-System. Wir haben zum einen ein Tablet, auf dem die Waren gespeichert sind. Es ist sehr intuitiv bedienbar durch die Icons. Der Händler kann außerdem mit einem Handscanner seine Waren einscannen und sieht dann am Ende des Tages genau, welche Waren er noch nachbestellen muss, wie viele Waren er noch auf Lager hat. Und außerdem verbindet dieses Warenwirtschaftssystem den Händler mit Google Local Inventory Ads. Das heißt, er wird dort gelistet und auch von seinen Kunden gefunden. Hier haben wir eine Station, die Ihr Marketing unterstützen kann. Und zwar gibt es Sensoren über der Tür, die die Besucherfrequenzen messen. Und nicht nur das, sondern Sie können auch soziodemografische Merkmale Ihrer Besucher erkennen. Das ist gerade in Zeiten von Corona extrem wichtig, da dort einfach Beschränkungen gelten für die Besucher. Das Ganze ist verbunden mit einem Touchscreen, auf dem Sie dann noch Analysen sich anschauen können. Also wann waren wie viele Menschen in Ihrem Laden? Eine Ergänzung dazu ist der Bildschirm, an dem man genau sehen kann, wie viele Leute sich gerade im Laden befinden. Das ist natürlich auch aufgrund der aktuellen Corona-Regeln im Laden sehr wichtig, dass die Händler da genau Bescheid wissen, wie viele Leute gerade im Laden sind. Ja, jetzt sind wir hier bei zwei Systemen, die den Ladenbau so ein bisschen mit der digitalen Welt verknüpfen. Wir haben hier also analog und digital in einem System verbunden. Und auf der einen Seite haben wir den Elevender und auf der anderen Seite ein System, das Light Up heißt. Bei dem Elevender kommt es darauf an, dass man eben verschiedene Produkte auf einer relativ kleinen Ladenfläche zeigen kann, dadurch, dass eben in diesem Elevender ein Motor verbaut ist und die Produkte, die dort ausgestellt werden, immer rotiert angezeigt werden. Man hat also die Möglichkeit, beispielsweise in diesem Gerät hier bis zu 70 Brillen auszustellen, was wir hier gerade gemacht haben. Man hat die Möglichkeit, sich die Sachen einfach so anzuschauen. Der Kunde kann aber auch genauso einfach an dieses Tablet gehen, was mit diesem System verbunden ist, und dort dann so ein bisschen seinen Spieltrieb spielen lassen und die Produkte, die er gerne sich anschauen möchte, dort anwählen. Dann wird der Elevender genau zu diesen Produkten angesteuert und man kann sich das Produkt dort rausnehmen und anschauen, vielleicht auch wieder zurückstellen, nochmal ein anderes raussuchen. Und ansonsten gibt es auch eine Zufallsauswahl, sodass einfach die Produkte dann regelmäßig rundlaufen und man eben so alles angezeigt bekommt. Hier befinden wir uns jetzt im Holodeck. Und was wir hier sehen, das ist quasi die Erweiterung der Virtual Reality, Digital Reality und Augmented Reality Technologie. Wir haben das hier einmal in begehbar gemacht, sodass man sich das eben alles noch mal ein bisschen besser vorstellen kann. Das Spannende ist hier, dass man auch Coupons mit eingebunden hat. Das heißt, Kunden, die beispielsweise von zu Hause mit ihren digitalen Brillen in diesen Laden gehen, die sehen dann dort die Coupons angezeigt und werden so direkt auch in den Laden geholt. Und das Ganze funktioniert hier in diesem begehbaren Holodeck mit einem RFID-Tag, der in diesem Würfel versteckt ist. Und wenn wir uns dann durch diesen virtuellen Laden hier bewegen, dann laufen die Bilder an der Wand dadurch ebenso auch mit. Und man kann also diesen Laden hier tatsächlich auch begehen, obwohl es eigentlich alles nur digital läuft. Und das Spannende ist hier auch noch, dass man beispielsweise das Ambiente der Ladenfläche so ein bisschen einstellen kann. Also man hat die Option, das Licht zu verändern oder die Farben zu verändern und dadurch das alles dann nochmal so ein bisschen anpassbar machen kann für den Kunden, der eben zu Hause sitzt und sich den Laden einfach von dort aus schon mal anschauen kann. Hier haben wir eine Digital Signage-Lösung, die an Alexa gekoppelt ist. Das heißt, der Händler tritt nicht nur in Konkurrenz zu großen Unternehmen, sondern kann sich auch deren Technologien zu eigen machen. Und wie das Ganze funktioniert, möchte ich Ihnen einmal demonstrieren.
Alexa, frage Hit Sütterlin, was im Angebot ist. Die besten Angebote bei Hit Sütterlin diese Woche sind hohes C-Fruchtsaft. Alexa, stopp! Man kann sich verschiedene Skills programmieren lassen als Händler und diese dann eben oder so den Kunden direkt zu Hause auf dem im Wohnzimmer abholen. Wenn man das Ganze noch an einen Bildschirm koppelt, können diese Angebote, die ich gerade Alexa gefragt habe, auch noch auf dem Bildschirm angezeigt werden. Teilweise ist es sogar so, dass der Kunde direkt den Weg zum Produkt über den Bildschirm finden kann. Die Lösung, die Sie hier sehen, hilft Ihnen bei Ihrem Warenbestandsmanagement. Und zwar können Sie die Produkte ganz einfach mit diesem Scanner hier scannen. Das hilft Ihnen zum Beispiel bei der Inventur. Wenn Sie die Produkte also in der Inventur erfassen, dann brauchen Sie dieses Gerät einfach nur einmal ganz grob über die Produkte drüber fahren. Das muss gar nicht so genau sein und Sie haben eine sehr, sehr genaue Trefferquote, was nachher Ihren Bestand angeht. Dazu wird einfach ein Smartphone hier angelegt auf diesem Scanner und dann kann es auch schon losgehen und Sie können alle Ihre Produkte scannen. Das Tolle ist auch, dass Sie jederzeit wissen, welche Produkte in Ihrem Laden verfügbar sind, dadurch, dass diese Produkte eben entweder direkt in dem Produkt vernäht, also beispielsweise bei Kleidung, können Sie die Tags direkt mit einnähen oder die RFID-Tags werden in das Etikett eingefasst und so haben Sie immer die Möglichkeit, über diesen Scanner die Produkte zu erfassen oder auch über Ihr Warenwirtschaftssystem aufzurufen, welche Produkte noch dort sind und Sie können jederzeit schauen, wo sich die Produkte im Laden befinden. Hier sehen Sie ein Warteschlangenmanagementsystem. Auf der einen Seite können sich die Kunden eine Wartemarke ziehen. Das geht einfach durch einmal tippen und dann kommt hier unten so ein toller Beleg raus. Auf der anderen Seite können Sie aber auch selbst, das ist hier integriert, ein Ticket aufrufen. Und das Ganze ist verknüpft mit einem Bildschirm, wo Sie nicht nur Werbung platzieren können, also ein bisschen In-Store-Marketing machen können, sondern hier werden eben auch die jeweiligen Ticketnummern Ihrer Kunden aufgerufen und die sehen es dann. Was besonders spannend ist, hier auf dem Ticket ist ein QR-Code drauf, den können die Kunden scannen und dann sehen Sie auf Ihrem Smartphone genau, wie lange Sie noch warten müssen. Die digitale Lösung, die Sie hier sehen, ist eine Virtual Reality Brille, kurz gesagt auch eine VR-Brille. Und das Spannende ist, dass Sie hier digital Ladenräume begehen können, obwohl Sie sich gar nicht in diesem Raum befinden. Das heißt, Sie setzen diese Brille auf und befinden sich dann in einem völlig neuen Raum. Sie können beispielsweise Ladengeschäfte dort vorher abscannen lassen, sodass dieser Laden also einmal digital komplett erfasst wurde. Und dann haben Sie die Möglichkeit, indem Sie diese Brille aufsetzen, einmal in Ihrem eigenen Wohnzimmer stehend diesen Ladenraum zu begehen und sich diese Fläche dann schon mal im Detail auch anzuschauen. Und das können Sie als Händler eben dann so nutzen, wie Sie das gerne möchten. Sie können Produkte erklären, Sie können Ihren Laden erklären und Sie können das eben ganz verschieden nutzen und viele Möglichkeiten daraus holen, um Ihren Kunden den Laden einfach schon mal vorab zu zeigen. Ja, das waren nun die aktuellen Lösungen, die wir derzeit in der Whitebox ausgestellt haben. Sollten Sie sich die Technologien einmal selbst anschauen und ausprobieren wollen, kommen Sie doch gerne zu unseren Öffnungszeiten in die Whitebox nach Langenfeld. Ja, und außerdem sind wir aber auch mit dem Digitalmobil bald wieder in Deutschland unterwegs und bringen handelsrelevante digitale Lösungen in Ihre Region. Schauen Sie doch einfach mal auf unsere Webseite vorbei. Dort finden Sie alle Termine. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Und natürlich viel Erfolg bei Ihren zukünftigen Digitalisierungsvorhaben.